Bernhard Demisel von der FPÖ kann jetzt gleich kontern. Danke, Herr Präsident, Frau Bundesministerin, werte Kolleginnen und Kollegen. Ja, zuerst mal was Positives, weil Sie immer behaupten, wir sehen nur die negativen Dinge in Ihrem Budget. Das neue Haushaltsrecht ist sehr positiv. Aber es ist bezeichnend für die Arbeit dieser Regierung, dass Sie hier das wieder als Ihren Erfolg verkaufen wollen. In erster Linie ist es darauf zurückzuführen, dass alle Parteien in diesem Hohen Haus an diesem neuen Haushaltsrecht mitgearbeitet haben. Und Sie wissen genau, dass unser Budgetsprecher Alois Gradauer schon seit Jahren immer wieder Änderungen in diesem Bereich fordert. Und natürlich auch Ihren innovativen Beamtinnen und Beamten im Finanzministerium ist zu verdanken, dass wir jetzt das neue Haushaltsrecht haben. Einzig der Herr Kollege Kopf hat das kurz der Mühe wert gefunden, auch anzusprechen, dass sich die anderen Parteien dort mit einbezogen haben. Sie haben das mit keinem Wort erwähnt. Sie versuchen das hier als Erfolg der Regierung zu verkaufen. Und das ist bezeichnend für die Regierung, für die Regierungsarbeit überhaupt, weil die Regierung, und zwar beide Seiten, sowohl rot als auch schwarz, dieses Parlament hier und die Abgeordneten im Prinzip immer als Alibi-Handlung ansehen. Sie sind so abgehoben in der Zwischenzeit, dass Sie sagen, okay, wir beschließen etwas im Ministerrat, zu dem komme ich dann noch, und dann haben die Abgeordneten die Möglichkeit, hier ein bisschen zu diskutieren. Unterm Strich wird kein Beistrich, kein Punkt, nichts an irgendetwas geändert, weil Sie das von vornherein vorgeben. Und die Medien springen ja auf das ganze Theater schon auf. Sie lesen heute in der Früh, der Ministerrat hat den Haushalt fürs Jahr 2013 beschlossen. Wissen Sie, ich sage Ihnen etwas, der Ministerrat beschließt gar nichts. Laut österreichischer Bundesverfassung beschließt immer noch das Parlament die Gesetze und auch den Haushalt für das nächste Jahr. Nehmen Sie das endlich einmal zur Kenntnis. Aber das ist genau bezeichnend für die Vorgangsweise, wie Sie hier vorgehen. Und dann schreiben Sie hier als Überschrift bei Ihrer Budgetrede stabile Finanzen durch Reformen. Jetzt lassen wir mal das Haushaltsrecht beiseite. Dann zeigen Sie mir auf den 30 Seiten, die Sie hier vorgelesen haben, in einer Stunde und 20 Minuten, wo hier die Reformen sind. Da ist ja weit und breit nichts zu sehen. Da sagen ja auch Ihre Spezialisten aus WIFO und IHS, die ja von Ihnen auch bezahlt werden, dass die Reformwilligkeit dieser Bundesregierung sehr, sehr dürftig ausfällt. Und dann wir zu den ganzen Zahlen, die Sie immer hier wieder betonen. Und zu Ihrer Aussage, immer wiederkehrenden Aussage auch von den Abgeordneten der Regierungsparteien, wir sind die Besten in Europa. Wissen Sie, warum Griechenland heute dort ist, wo Sie sind? Weil Sie über Jahre getrickst haben. Sie haben sich mit falschen Zahlen in die EU hineingeschmuggelt. Sie haben den Euro erhalten durch falsche Zahlen mit starker Mithilfe von Goldman Sachs damals und etlichen anderen Institutionen. Alle haben es gewusst und niemand hat darauf reagiert. Und wo Sie geendet haben, das sehen Sie jetzt. Sie kriegen das nicht mehr in den Griff. Und wenn Sie noch so viele Milliarden in die Hand nehmen und Steuergelder der Österreicher dort in der Ägäis versenken, das wird nicht gehen. Aber Sie machen es ja vielleicht nicht in diesem Ausmaß, aber im kleinen Rahmen machen Sie es ja genau gleich. Sie tricksen ja mit Ihren Arbeitslosenzahlen auch. Sie sagen, Österreich hat die beste Arbeitslosenrate in Europa. Wir liegen bei 4,4%. Wissen Sie, bei 3,6 Millionen Erwerbstätigen in Österreich, über 300.000 Arbeitslose zu haben, da müssen Sie kein Rechengenie sein, um drauf zu kommen, dass das mit 4,4% sich nicht ausgehen wird. Und warum nicht? Weil Sie natürlich nicht dazu sagen, dass Sie 66.000 Österreicherinnen und Österreicher in sogenannten AMS-Programmen verstecken, wo der Output relativ gering ist. Sie sagen nicht dazu, dass wir in Österreich die jüngsten Pensionisten in der EU haben. Das sagen Sie alles nicht dazu. Davon abgesehen haben wir auch dann noch die ältesten Studienabgänger. Und was Sie auch nicht dazu sagen bei der Jugendarbeitslosigkeit, dass sie auch bei uns schon gravierend ist. Sie verstecken ja Tausende von Jugendlichen in sogenannten ÜLAS. Einmal davon abgesehen, dass dort ein Jugendlicher im Jahr 18.000 Euro kostet. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Wissen Sie, der berühmte Bonus, der ein Erfolgsmodell war, der hat ein Jugendlicher in 3 Jahren 8.400 Euro gekostet. Jetzt kostet in den ÜLAS ein Jugendlicher 18.000 Euro pro Jahr und zigtausende von Jugendlichen verstecken sie dort, um die Arbeitslosenstatistik gegenüber der EU zu schönen. Und so geht das weiter in allen anderen Bereichen. Und dann sind wir bei der Inflationsrate. Wissen Sie,
Sie sprechen von der offiziellen Inflationsrate von 2,6% und sagen dann auch noch, dass die Pensionsanpassung für das nächste Jahr und auch für die weiteren Jahre 1% unter der Inflation liegen wird. Und das ohne Protest. Na klar, wenn Kohl und Blecher das entscheiden, dann gibt es auch keinen Protest. Den Protest werden Sie dann spätestens bei der Wahl im nächsten Jahr sehen von den Pensionisten, wenn Sie draufkommen, wie die Inflationsrate in Österreich sich wirklich bewegt. Wissen Sie, Sie können nicht davon ausgehen, dass ein Pensionist jedes Jahr einen neuen Fernseher kauft, einen neuen Laptop kauft. Das sind genau diese Produkte, die die Inflationsrate noch senken. Sie müssen vom wöchentlichen Einkauf ausgehen. Und da haben wir jetzt eine Inflationsrate von weit über 4%, die laut Experten und namhafte Experten sagen das, bis zum Jahresende auf über 5% ansteigen wird. Und da sage ich Ihnen nur ein paar Zahlen, damit Sie sich das besser vielleicht vorstellen können. Wissen Sie, der Wocheneinkauf hat sich um 4,3% im Moment verteuert. Heizöl um 11,6%, der Sprit um 9,3%, Brot, Fleischwaren, Getreideerzeugungen sind teilweise bis zu 7,6% gestiegen. Und der Hauptpreistreiber im Moment ist Bekleidung und Schuhe. Und Sie können ja nicht verlangen, dass ein Pensionist im Winter, wenn es kalt ist, nackt durch die Gegend rennt. Um 17,4% teurer geworden sind. Und jetzt erklären Sie mal den Pensionisten, dass er mit 1,8% Pensionserhöhung im Laufe der nächsten Jahre durchkommen wird. Er hat jährlich einen Verlust von 3-4% in der Kaufkraft. Und wenn Sie noch länger in der bleiben und das mal 5 oder 6 Jahre haben, dann hat er in 5 bis 6 Jahren um 20% weniger Kaufpreis bei seinem Einkommen, das Sie ihm gönnen. Und dann schaue ich mir an, wie die Pensionisten dann bei der Wahl auf ihre sogenannten Reformen, wie sie es immer bezeichnen, eingehen werden und wie sie reagieren werden. Und das ist genau der Punkt, warum die Bevölkerung in Österreich auch so verunsichert ist und Ihnen auch absolut nichts mehr abnimmt, was Sie hier von sich geben. Da stellt sich der Kollege Kopf rauf und schimpft partout, dass wir die höchste Abgabenquote haben. Wir haben schon fast 44% Abgabenquote, hat er hier selber erwähnt. Und er sagt, wir müssen runter unter 40%. Ja, meine Damen und Herren, das ist ja eine gefährliche Drohung. Bis jetzt hat jeder Finanzminister der ÖVP, und seit dem Jahr 2002 stellt die ÖVP die Finanzminister. Karl-Heinz Grasser, Molterer, Bröll, Fechter. Und jeder der Finanzminister hat gesagt, wir müssen unter 40%. Und jedes Mal ist es beim Budget des nächstfolgenden Jahres gestiegen. Das ist der... Wo wollen Sie das denn hernehmen? Dann sagen Sie permanent, wir dürfen keine neuen Schulden machen. Das Budget des nächsten Jahres hat Ausgaben von 75 Milliarden Euro und Einnahmen von 68,7 Milliarden. Das heißt, ein neuerlicher Schuldenstand von 6,3 Milliarden Euro. Und dann wollen Sie der Bevölkerung weismachen, dass Sie eine ach so gute Bundesregierung sind, die alles im Griff hat, die Krise sensationell bewältigt hat und gemeistert hat. Wissen Sie, die Krise in Österreich ist aus dem Grund so gut gemeistert worden, weil Klein- und Mittelbetriebe und überhaupt die Wirtschaft in Österreich und die fleißigen Mitarbeiter und Mitarbeiter trotz dieser Regierung, nämlich trotz diesen Sparmaßnahmen und Belastungspaketen dieser Regierung, es geschafft hat, durch Innovationen, durch schnelle Anpassungsfähigkeit diese Griffe relativ gut zu meistern. Das ist den Betrieben hoch anzurechnen und auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die die Ärmel hochgekrempelt haben, um diese Krise zu meistern. Aber nicht dieser Regierung. Es ist ja doppelt so hoch zu werten, dass man diese Krise so gut gemeistert hat, wenn man sich die Belastungspakete dieser ÖVP-Finanzminister der letzten Jahre anschaut. 50 Milliarden Euro innerhalb der letzten 2 Jahre mit 2 Belastungspaketen, wo sie die Österreicherinnen und Österreicher belasten. Und dann noch ein Wort zum Herrn Staatssekretär Schieder, der sich schon verabschiedet hat. Der hat hier gesagt, die Banken sind an allem schuld. Jetzt frage ich Sie aber schon was. Wer macht denn die Gesetze? Die Gesetze macht nicht der Finanzmarkt und nicht die Banken. Die Gesetze macht immer noch die Politik in den einzelnen Staaten. Ja, warum sind sie nicht in der Lage, den Finanzmarkt endlich in den Griff zu bekommen? Die können doch tun und lassen, was sie wollen. Sie schießen Geld nach in Milliardenhöhe, wo sich kein Mensch mehr auskennt. So viele Nullen haben ihre Zahlen schon. Und eines hat er auch gesagt. Das Budget weist die Handschrift beider Parteien auf. Der SPÖ und der ÖVP. Und was er bezeichnenderweise auch dazu gesagt hat, sie waren sich einig bei den Steuererhöhungen von 3,5 Milliarden Euro. Na, gratuliere. Danke. Österreich steht wirtschaftlich gut da, trotz dieser Regierung, nicht wegen dieser Regierung, sagte Bernhard Temesl von der FPÖ.